Willkommen in der Open OLED Akademie zum Thema Fragen und Testerstellung. Im Folgenden beschreiben wir im Überblick, wie Sie in Open OLED Fragen erstellen können. Zuerst noch einmal der Gesamtzusammenhang. Typischerweise erstellen Sie zuerst einen Kurs und fügen dort nach und nach verschiedene Kursbausteine ein. Zur Erstellung eines Tests kommt der Kursbaustein Test hinzu, in den eine Lernressource Test eingefügt wird. Wenn Sie diese Test-Lernressource bearbeiten, fügen Sie dort Ihre Fragen ein. Haben Sie bereits einmal Tests erstellt, möchten Sie vielleicht die darin enthaltenen Fragen erneut verwenden, anders zusammenstellen oder Fragen einer Kollegin oder eines Kollegen übernehmen. Dann können Sie den Fragenpool verwenden, die Fragensammlung in Open OLED, aus der man sich bei Erstellung einer neuen Test-Lernressource bedienen kann. Zur Erstellung von Fragen können Sie im Open OLED Autorenbereich eine Test-Lernressource öffnen und dort weitere Fragen hinzufügen. Sie können aber auch den Fragenpool öffnen und dort einzelne Fragen erstellen. Der Unterschied besteht darin, dass im Autorenbereich bei Ergänzen einer Lernressource die neue Frage nur in dieser Lernressource vorhanden ist. Wird eine Frage im Fragenpool erstellt, ist sie zunächst noch in keiner Lernressource verwendet. Sie kann dann aber anschließend in verschiedene Lernressourcen eingefügt werden. Zu Beginn entscheiden Sie, welchen Fragetyp Sie erstellen möchten. Sie haben die Wahl zwischen derzeit 14 unterschiedlichen Fragetypen. Der Typ kann anschließend nicht mehr geändert werden. Sobald Sie sich für einen Fragetyp entschieden haben, öffnet sich der Frageneditor, in dem Sie alles Weitere zu dieser Frage definieren können. Definieren Sie zum Beispiel die Anzahl der Punkte, die für die Frage als Gesamtes und für jede Teilantwort vergeben werden sollen. Zu jeder Frage können mehrere Feedbacks hinzugefügt werden. Sie können Lösungshinweise geben, Feedbacks bei Wahl einer bestimmten Antwortoption oder auch Feedbacks, die nur bei ganz bestimmten anderen Bedingungen angezeigt werden. Zur Kontrolle sollten Sie sich Ihre Frage immer wieder in der Vorschau anzeigen lassen. Sie können zwischen Vorschau mit Lösung oder ohne Lösung wählen. Wenn Sie unter den Metadaten jede Frage mit Schlagwörtern versehen, erleichtert das später die Suche in Ihrer Fragensammlung. Um es den Lernenden nicht zu leicht zu machen, können Sie auch innerhalb einer Frage die Antwortoptionen in zufälliger Reihenfolge anordnen lassen. Wenn Sie eine Frage neu erstellen, hat sie zunächst den Status Draft und nur Sie als Ersteller sehen die Frage. Zur Qualitätskontrolle können Sie Ihre Frage zunächst nur für Reviewer freigeben. Wenn sie in Ordnung ist, können Sie die finale Version weiterhin nur für sich behalten oder auch zur Verwendung durch Kollegen freigeben. Wie Sie gesehen haben, gehören zu einer Frage viel mehr Angaben als nur die eigentliche Fragestellung und die Antwortoptionen. Um den Erstellungsaufwand zu verringern, können Sie Fragen auch kopieren und dann abändern. Um Fragen in verschiedenen Testlernressourcen wiederverwenden zu können, gibt es in Open OLED den Fragenpool. Fragen, die dort enthalten sind, können von Ihnen in verschiedenen Testlernressourcen wiederverwendet werden. Gibt ein Autor seine Frage zur Nutzung durch andere frei, sehen auch andere Autoren diese Frage im Fragenpool und können sie in ihre Testlernressourcen einbinden. Darüber hinaus bietet Open OLED auch die Möglichkeit, Fragen aus anderen Autorentools zu importieren, wenn sie im QTI-Format vorliegen. Es besteht auch die Möglichkeit, Fragen aus einer Excel-Datei zu importieren. Die Fragen müssen dazu in einem festgelegten Excel-Formular beschrieben worden sein. Weitere, detailliertere Informationen zur Fragenerstellung finden Sie im Handbuch und anderen Videos.